Zwei Urnen enthalten jeweils 340 und 276 Kugeln. Wie viele Kugeln muss ich mindestens von einer Urne in die andere legen, um den Inhalt der beiden Urnen auszugleichen? Hier sind die zwei Urnen. Die erste enthält 340 Kugeln und die zweite 276. Wenn wir aus der ersten Urne 30 Kugeln herausnehmen und diese in die zweite stecken, so haben wir in der ersten Urne 310 Kugeln und in der zweiten 306 Kugeln. Jetzt müssen wir nur noch zwei Kugeln aus der ersten Urne entfernen und diese in die zweite hineinstecken, und somit haben wir in beiden Urnen 308 Kugeln. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also 32. So,